Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Contractville. Ich habe versucht, das ganze Zeug hier mal wieder zu pressen. Allerdings, ihr seht, das Regal da hinten ist voll mit gelben Kartons. Bin ja auch doof, ne? Ich hätte daran denken müssen. Kompressor oder Generator, schön und gut, aber ohne Treibstoff läuft der halt auch nicht. Und man kann hier daneben noch eine Station herbauen, also Tanks herbauen. Allerdings kostet das Ding auch 30.000. Also so leicht und schnell ist das hier nicht erledigt alles. Ich finde es aber auch gut. Also man muss hier wirklich ranklotzen, dass man hier vorankommt. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, weil ich habe nämlich ein Gebäude habe ich noch komplett abgerissen und dadurch kamen nämlich nochmal so extrem viel Müllsachen dazu. Deswegen habe ich mich entschlossen, okay, ich mache jetzt weiter mit meinen Aufnahmen. Und mache jetzt eben keinen Abriss mehr, weil sonst kommt dann noch mehr Müll dazu. Und irgendwann ist es mir dann nämlich auch zu viel. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns mal an, was wir hier machen können. So, das ist eine Logistik. Die Polizisten brauchen eine Frachtlieferung vom Flughafen, bla bla. Nein. Also ich gehe auf Verträge und wir schauen uns mal hier die Planungen an, weil ich würde gerne mal wieder ein Haus planen und vielleicht auch diesmal wirklich komplett abschließen. Wir haben hier, das sind alles einfache Sachen, alle um die 45.000. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Ich habe nämlich Bock jetzt hier wirklich mal wieder was zu planen und jetzt gucken wir mal. Ah ja, das ist da hinten. Vanessa. Gut. Dann lasst uns da mal hinfahren zur Vanessa. Die ideale Abkürzung habe ich hier schon gefunden. Also im Grunde hier nur vor und dann ist man direkt bei der Tankstelle. Ich habe auch das Auto schon mal vollgetankt jetzt. Boah, das ist ein Gerumpel. Ich habe mal das Auto vollgetankt. Jetzt würde ich sagen, wir schauen uns mal ganz kurz den Auftrag an. Aber im Grunde müssen wir ja sowieso erstmal planen, ne? Ja, ist okay. Fahren wir halt erst einmal hin und planen. Auf jeden Fall werde ich sehr viele Sachen diesmal direkt am Store einkaufen und nicht bei der Hütte bleiben, sondern wir werden dorthin fahren zum Baumarkt und zum Möbelladen und die Sachen dann direkt einkaufen, weil es ist doch um einiges günstiger und so das eine oder andere Tausenderchen werden wir uns sparen können dann an Frachtkosten. Mein später ist es dann wirklich nicht mehr relevant, weil da bestellst du halt dann einfach und dann ist gut. Aber ich sollte mich jetzt mal zurückhalten und mich mal zusammenreißen hier mit allem. So, ich bin jetzt mal gespannt, was wir hier planen können. Boah, rumpel, rumpel. Ich stelle jetzt die Karre einfach mal daher, weil wir werden jetzt halt eh eine Zeit lang erstmal nicht fahren. Und ich bin gespannt, wie das Ganze hier ausschauen soll. So, wir sind wieder mal da. Die Hausgröße hat zwischen 100 und 350 Quadratmeter. Also wir sehen schon hier, also das ist um einiges größer. Ein Stockwerk, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer. Wir haben ein Büro, eine Küche und ein Badezimmer. Oh, habe ich da Bock drauf jetzt? Okay, also Etage. Wir planen jetzt erst einmal die Etage. Ich würde sagen, dass wir mal ganz kurz eine Sache machen. Und zwar, wir machen jetzt mal dieses komplette Ding hier voll. So. Ja, prüfen. Hier ist die Straße. Kann ich jetzt das hier mal... nein. Ich würde nämlich gerne sehen, wo das ist, ne? Das wäre mal interessant. Ich meine, 400 Quadratmeter ist sowieso viel zu groß, ne? Machen wir mal rückgängig. Okay, also wir haben 100 bis 350. Wir haben ein Stockwerk, Wohnzimmer mindestens 20 Quadratmeter. Ich würde sagen, ich nutze einfach die Fläche so weit aus wie möglich. Wenn wir 350 Quadratmeter maximal machen können, dann gehen wir doch mal auf 350 Quadratmeter.
Oder machen wir das so oder mache ich das ein bisschen anders? Wir könnten das ein bisschen anders. Sobald du einmal ein bisschen hier rausrutscht, ne? Schrecklich. Ich mache das ein bisschen anders. Wir machen jetzt mal hier 200 Quadratmeter. So. Dann setzen wir hier was hin mit. Wir machen quasi den Eingang so ein bisschen in die Mitte rein. 35 und dann machen wir hier auch nochmal 35. Bisschen rumspielen jetzt, ne? So. Gut, damit hätten wir jetzt mal die Grundfläche. Also wir sind auf jeden Fall Anforderung nicht erfüllt. Gewünschte Hausgröße stimmt nicht überein. Mindestgröße 100. 350. Wir haben 100, 230. Ja, ist okay. Also wir haben auf jeden Fall genügend Fläche. So, wir machen die Außenwände. Die Außenwände. Planen wir direkt hier entlang. So, wie gesagt, hier vorne soll dann der Eingang hin. Bin mal gespannt, ob das so hinhaut. Also das Planen macht ja total Spaß. Zack. Und dann müsste das eigentlich sagen, dass es okay ist. So. Nicht zugeordnet, 250 Quadratmeter. Mindestens 100. Naja, es wird schon passen. Wir planen jetzt einfach mal. So, wir machen den Eingang Außentür und zwar eine Doppeltür, machen wir in dem Fall mal. Kann ich da ein bisschen ranzoomen? So, Doppeltür. Dann haben wir hier den, ich sage jetzt mal den Flur, den Eingangsbereich. Wie lang machen wir das? Machen wir das 5 mal 5, 5 Meter? Ich weiß halt leider nicht, wie das außen ausschaut, ne? Das ist das Problem. 28,5 Quadratmeter. Mal schauen, Büro, Küche, Badezimmer. Also das hier wäre im Grunde so der Eingangsbereich, würde ich jetzt sagen. Das ist quasi der Korridor. So. Möglichkeit. Gibt keine Möglichkeit, das Gebäude zu betreten. Ja, was ist mit der Tür hier? Der Boden ist nicht von einer Außenwand umgeben. Es gibt noch freien Platz. Manchmal ein bisschen verwirrend, ne? Weil ich habe ja eigentlich eine Außenwand gemacht. Wir haben den großen Sockel. Oh Gott, da werde ich lange brauchen, bis ich das alles gefüllt habe. Ja, ist okay. So, schauen wir mal. Wie machen wir denn weiter? Das ist jetzt halt wirklich groß, ne? 65 Quadratmeter ist jetzt dieses Stück hier. Das Wohnzimmer soll 20 Quadratmeter haben. Ich würde allerdings sagen, dass wir sind jetzt 50,37. Da würde ich sagen, dass das hier das Wohnzimmer ist. Weiß noch nicht. Also ich muss einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ich habe noch nie wirklich ein Haus geplant. Wohnzimmer, das haben wir dann auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, dass wir in dem Bereich hier so eine Art Badezimmer machen. Warte mal, Innenwand. Das ist nur sehr, sehr klein, ne? Zwei, drei. Jawohl, das heißt sehr klein. Das ist im Grunde recht groß sogar. Wie würde das ausschauen, wenn ich das hier so ein bisschen unterteile?
Das sind jetzt knappe 10 Quadratmeter. Büroküche, Badezimmer, 6 Quadratmeter. Dann würde das als Badezimmer eigentlich schon mal ganz gut passen, ne? Vielleicht reiße ich auch wieder ein paar Wände weg. Ich denke mal, das geht ja hier mit dem Radiergummi genau. Das heißt, Radiergummi, das hier. Ich weiß nicht, ob ich das als Flur mache. Das ist jetzt wirklich schwierig. Naja, am besten ist einfach mal probieren, ne? Und dann ist es schon okay. Korridor. Das, okay, das ist als separat hier. Aber warum ist jetzt das hier weg? Das müsste ja eigentlich Etage noch sein, ne? Jetzt. Okay, dann geht es halt nicht komplett. Ist halt dann einfach so. Dann hätten wir hier ein Badezimmer. Also jetzt kann auch sein, dass ich alles wieder lösche. Ne? Okay. Da wäre eine Tür dann hier. Nee. Dreh mal. Okay, ich glaube, ich muss das alles nochmal zurück machen. Das geht nicht so. Das haut so nicht hin. Innenwand. Also generell würde ich sagen, das Schlafzimmer eher in dem hinteren Bereich, nicht in dem vorderen Bereich. Ist schade, dass man das nicht mal angucken kann, ne? Spielort Boden. Ich kann auch nicht ranzoomen, oder? Ort, Element ändern, löschen, drehen. Was kann ich da drehen? Keine Ahnung. Das sind 94 Quadratmeter. Das ist schon groß, ne? Schlafzimmer soll mindestens 15 haben. Aber das kann ja auch größer sein. Schauen wir mal, wie weit ich jetzt da komme. Machen wir mal 5 Meter. Da sind es auch 5 Meter. Wunderbar. Dann sind es jetzt, naja, durch das, dass die Wand wegfällt, 23,75. Dann wäre das hier zum Beispiel das Schlafzimmer. Ich freue mich schon auf eure Kommentare, ehrlich. Das Schlafzimmer. Wir machen das Wohnzimmer hier in dem Bereich. Wir machen das Ganze hier und hier. Machen das Ganze hier zu einem Wohnzimmer. So. Dann brauchen wir ein Büro. Das setzen wir da hinten mit dran. Büro. So. In dem Bereich würde ich sogar sagen, machen wir dann die Küche. Hausgröße stimmt nicht überein. Küche mit einem Essplatz, dass wir das hier in dem großen Bereich hier haben, ganz offen. Deswegen einmal Küche. Schauen wir mal, wie groß das wird. Wir brauchen ja nur 12 Quadratmeter, aber boah, 32 Quadratmeter Küche. Ich denke, so um die 20 Quadratmeter sollten doch reichen. Küche. Esszimmer schließen wir hier direkt an. Ja, nochmal mit. So, das sind 26 Quadratmeter, ne? Ja, machen wir auch nochmal so 21. Das ist okay. Wir brauchen noch ein Badezimmer. Badezimmer würde ich sagen, möchte ich irgendwie hier in der Nähe vom Schlafzimmer vielleicht haben. Wir könnten sowas wie ein Gäste-WC machen oder so. Gott, das wird eine Planung. Oh meine Güte.
Storage Room, Spielzimmer, Musikzimmer, oder eine Waschküche. Eine Waschküche wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Brauchen wir eine Waschküche? Wir brauchen eigentlich nur ein Badezimmer, ne? So. Und bei so einem großen Grundstück, ne? Eine 7,5, knappe 8 Quadratmeter Waschküche ist doch okay. Schauen wir mal, was wir hier an Innentüren mit reinbringen. Ja, zum Büro auf jeden Fall wunderbar. Zur Waschküche auch gut. Wohnzimmer würde ich sagen, dass wir die Wand wegmachen. Oder machen wir das weg? Oder machen wir hier vielleicht nur einen Teil weg? So mit einem ganz großen Durchgang. So, wir machen dann. Wo bist du? Schauen wir mal, ob wir das hier alles als Korridor machen können bis daher. Okay, das wird als 3 unterteilt. Das ist ja auch ein wenig komisch, oder? Warte mal, kann ich das nochmal hier ziehen? Ah ja, okay. Das hier, Korridor. Einmal hier entlang ziehen, dann haben wir einen 30 Quadratmeter Korridor. Also wir haben hier wirklich viel Platz. So, und dann brauchen wir noch das Badezimmer. Und das soll ja nur 6 Quadratmeter breit sein, ne? Oder groß sein. So, ich glaube, das ist ja immer, zwei Stück sind immer 1 Meter. Oder? Ja, nee, 4 Stück sind immer 1 Meter, okay. 4 Stück 1 Meter, 2, 3 Meter. Dann machen wir. Das ist schon riesig, ne? So. Dann könnte ich aber auch. Wir machen das jetzt mal anders. Wir machen jetzt mal. Wir schneiden das Ganze jetzt nochmal. Radiergummi. Das hier weg. Das hier weg. Das muss natürlich dann wieder mit Boden. Ich bin mal gespannt, ob das Programm das alles so schluckt, wie ich das mache. So, das ist dann nochmal Badezimmer. Das ist die Empfangshalle. Küche, Esszimmer, Korridor, Korridor. Büro haben wir da hinten. Wir haben eigentlich dann alles an. Das Einzige, was mich immer noch verwirrt, ist die Hausgröße mit 100 bis 350, weil das haben wir ja, ne? Okay, vielleicht wenn wir das letzte dann noch zuweisen, weil das soll dann auch nochmal Korridor werden. So. Anforderung nicht erfüllt. Badezimmer 6 Quadratmeter haben wir doch. Ach so, weil wahrscheinlich keine Tür drin ist. Also packen wir mal noch ein paar Türen hin. Zum einen soll bitte hier eine Tür hin und zum anderen natürlich direkt auch zum Schlafzimmer hin. Ich würde sagen, dass wir zum Schlafzimmer auch hier rüber kommen. Kann die Tür nicht bitte auf der anderen Seite sein? Warte mal, wenn ich das drehe, dann dreht es nur nach außen, ne? Ich hoffe, dass die das irgendwann mal anpassen. So, dann kommt man hier ins Schlafzimmer, man kommt hier ins Badezimmer, da ins Badezimmer. Wohnzimmer lassen wir so, das soll richtig groß sein. Coming soon, Schiebetüren, okay. Dann brauchen wir noch irgendwas? Nein. So, dann brauchen wir noch Fenster. Dreifachfenster, halbes Fenster, langes Fenster. Schauen wir mal, Dreifachfenster. Würde ich nämlich gerne hier beim Wohnzimmer machen. Gehen wir mal hier. Zwei. Da zwei weg.
Ah, das ist jetzt wieder nicht mittig, ne? Das ist blöd. Tu das mal weg. Ah, jetzt. 3-3. Okay, dann machen wir es so. Büro, würde ich sagen, machen wir auch große Fenster rein, zwei Stück. Einmal hier. Einmal da. Küche braucht auf jeden Fall vielleicht zwei große Fenster. Esszimmer machen wir großes Fenster. So, dann mal ein bisschen auch rumprobieren mit diesen langen Fenstern. Die würden mich nämlich auch mal interessieren. Die machen wir hier links und rechts von der Eingangs. Oh, geht es? Da können wir nicht. Ich kann nicht die Außentür verschieben. Da muss ich wahrscheinlich nochmal auf breite Tür gehen. Ah, nee, nicht breite Tür, sondern Doppeltür wollte ich machen. Gehen wir einfach hier ein bisschen rüber, das ist ja egal. So, langes Fenster, dann würde ich nämlich gerne hier ein langes Fenster reinmachen. Und hier. Küche würde ich sagen, irgendwo muss hier auch was rein, weil hier könnte ich vielleicht, also wenn es das gibt, ich hoffe es, eine Kücheninsel machen, Esstisch und so weiter, Korridor, man muss ja irgendwas zuweisen, ne? So, Badezimmer brauchen wir auf jeden Fall noch, Fenster, einzelnes Window. Ich würde sagen, wir machen einmal hier ein Fenster und einmal da ein Fenster, weil dann kann man in die Ecke hier vielleicht Badewanne oder Dusche oder irgendwas stellen oder auch hier. Und dann brauchen wir noch mal Dreifachfenster, einmal fürs Schlafzimmer. Hier muss dann irgendwo ja natürlich auch ein Schrank hin, ne? Deswegen mache ich jetzt halt auch noch mal ein Fenster hin. Waschküche braucht Fenster, allerdings würde ich da hier nur einzelne machen oder besser gesagt ein einzelnes. Esszimmer, ich weiß nicht, ob ich da noch mal ein Dreifachfenster her mache. Machen wir doch einfach mal. Das ist alles noch im Test. Ne? Das ist auch klar. So, Anzahl Stockwerke, 1, Hausgröße. So, prüf mal. Innenwand ist nicht geschlossen. Okay, muss die geschlossen sein? Ist sie jetzt geschlossen? Okay, also das funktioniert dann nicht. Dann, warte mal, dann mache ich jetzt halt hier die Wand und die Wand hier weg. Wir ziehen das Ganze dann noch mit als Etage dazu. Und dann machen wir, ich müsste das eigentlich, glaube ich, anders machen. Ich probiere es jetzt mal aus. Und zwar, wir ziehen jetzt mal den Korridor im Grunde von der Stelle aus bis hier rüber. Und dann mache ich das Esszimmer noch mal drüber. Nee, das teilt es dann trotzdem irgendwie auf hier. Naja, gut. Prüf nochmal. Okay, Sie können Ihren Plan jetzt fertigstellen. Okay, aber die Größe haben wir doch jetzt, ne? Weil das ist irgendwie. Naja, komm, wir bestätigen jetzt halt einfach mal. Ja, bestätigen. Hups. Okay, also da ist viel Garten, ne? Für Auto oder sowas hat man jetzt gar keinen. Also würde ich auch gerne noch machen. So ein bisschen Außengestaltung. Ich bin mal gespannt. Bin wirklich mal gespannt. Okay, dann
schnappen wir uns einfach mal die Schaufel. Die müsste ich wahrscheinlich dann eh auch einmal skillen als nächstes, dass wir da ein bisschen schneller sind. Oh, kann ich schon eins weiter oder? Nee, noch nicht. Also immer nur drei. Also mir passt es von der Helligkeit. Ihr könnt mir gerne reinschreiben, ob euch das jetzt zu dunkel ist und ihr nicht seht oder wie auch immer. Ich finde es jetzt gerade angenehm. Da werde ich auf jeden Fall einige Male fahren müssen, wenn ich das tatsächlich alles holen will vom Baumarkt. So, und ich will dann auch alles, was Korridor und Wohnzimmer ist, das will ich dann alles in einem Boden machen. Wir kriegen ja eine Vorgabe auf jeden Fall bei den Böden und bei den Wänden. Aber ich muss immer schauen, dass ich die gleiche Wandfarbe auch für den Korridor dann mache und für Esszimmer und alles. Da muss ich mal gucken, wie das dann gehandelt wird. Durch das, dass ich das jetzt alles so offen gestaltet habe, ne? Alles noch Test. So, das heißt, wir müssen jetzt dann einkaufen. Ne, Hand bitte. Puh. Schalungen für Außenwand und so weiter. Also wir brauchen hier jetzt halt einiges an Zeug. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Sachen extra holen soll aus dem Lager. Ich denke, dass wir die Baustellen Stück für Stück eben machen. Und zwar quasi immer alles fertig machen und die Reste aufs Lager bringen. Und alles, was wir an Resten haben, kann man dann mal für das eigene Haus verwenden. Ich glaube, das ist gut. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Ganz da hinten. Okay. Eisenwarenladen. Möbelhaus. Genau da wollen wir hin. Warum lotst du uns bitte darum? Auch komisch. Naja, müssen wir ja nicht fahren. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man hier mal ein bisschen am Planen sitzt. Ich bin mal gespannt, ob ich mich jetzt hier diesmal, ob ich mich wieder so anstelle. Also, da war ja der eine Tipp bei dem Part, wo ich dann nicht wusste, was mit den Gipsplatten gemeint ist. Danke für den Hinweis. Es könnte durchaus sein, dass das dann die Randabschlussleisten waren, also die Gipsleisten oben in der Ecke. Falsch. Wir müssen noch eins weiter. Genau. So, und da kaufen wir jetzt erstmal alles ein, was wir für die Verschalung und so weiter brauchen. So, Farbeimer noch nicht. Gipseimer werden wir wahrscheinlich brauchen. Ich gehe mal jetzt halt hier auf die Missionsbedürfnisse, weil dann muss ich mich nämlich jetzt halt wieder hier so durcharbeiten. Also wir brauchen auf jeden Fall die Schalungspakete. Da brauchen wir. Oh, da gibt es sogar Prozente. Schalungspakete brauchen wir zwei Stück gerade mal. So, äußere Verkleidung. Bei der äußeren Verkleidung würde ich sagen, dass wir auch wieder das nehmen, was wir schon mal genommen haben. Okay. Dann nehmen wir erst einmal die. Haben die einen Ausverkauf oder irgendwas im Angebot? 5, 6, 7. Im Grunde könnte man ja auch sagen, ich kaufe gleich mehr, ne? Wenn das jetzt billig ist und das dann einfach ins Lager stellen, dass man sagt, okay, wir kaufen jetzt mal drei Stück mehr. Aber ich weiß halt nicht, wie viel Geld wir noch brauchen werden. Nee, ich lasse es mal.
Concrete-Packung, also Zement, Bodenisolierung, Beton. Das sagst du 38 Stück. Warte mal, kann ich das hier eingeben? 38. Jawohl. Dann können wir 2 Stück mehr auch noch nehmen. Sandpacks. Sandpäckchen, die hier. Brauchen wir 18. Dann nehmen wir gleich 20. So, Verstärkungspakete. Holzrahmen, sind es die hier? Verstärkungspaket. 20, schauen wir mal. Oh nee, das sind die Holzrahmen. Okay, nee, dann mache ich da natürlich ein bisschen weniger, würde ich sagen. Kann ich das auch löschen wieder, dass ich dann sage, okay, wir nehmen dann eben wirklich nur die 4, die wir brauchen. Wunderbar. Geh mal einfach mal von oben nach unten durch, ne? So, wir brauchen Gipseimer. Wo ist denn der Gips? 4. Farbeimer, Boden. Gipskübel, mal 2 steht da. Ach so, ich habe auf das Plus gedrückt und nicht auf Kaufen. Ja, ist okay. 2 Gipskübel gerade mal. Aber passt schon. Rest tun wir ja eh wieder bei uns aufs Lager. So, Grundplatten. Warte mal, wo sind wir hier? Marmor, keramische. Also alles, was jetzt mit Fliesen oder sowas zu tun hat, würde ich jetzt mal noch nicht kaufen. Trockenbau. Trockenbau. 2, 3, 4. Dann haben wir den Trockenbau. Was haben wir da unten noch? Grundplatten. Isolationsplatten. Grundung, Gipskarton. Isolationspaket 4-mal. Gott, ich kriege das ja gar nicht alles drauf, oder? Weil das sind jetzt zwar 10 Artikel, aber viel. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt erstmal das. Sweet Talk Rabatt. Ach so, das ist mein. Okay. Kaufen wir mal. Ja. Weil ich muss das Zeug ja auch aufs Auto kriegen, ne? Es ist ja noch das nächste. So, ich muss das dann eh, wenn ich das alles raus tue. Dann muss ich da eh schauen, dass ich das wieder sortiere. Fangen wir halt einmal mit den Ziegeln an. Die brauchen wir jetzt halt noch nicht zum Start. Die brauchen wir erst später. Liegt da nochmal Ziegel? Nee, das ist irgendwas anderes. Die brauchen wir dann auf jeden Fall zum Start. Die Holzrahmen brauchen wir auch, ne, zum Start. Komm, tu einfach drauf. Das kriegen wir dann schon hin. So, Stairs. Drauf damit. Drauf damit. Trockenbau. Ich finde es so klasse. Ich kann mich da nie einkriegen, glaube ich. So, dann haben wir hier Trockenbaupack. Das war doch auch Trockenbaupack. Und warte mal, dann stell das nochmal dahin, weil dann sollte Trockenbau bitte alles zusammen sein. Haben wir irgendwo noch was? Das da ist auch noch falsch, ne? Das müsste ja eigentlich zu dem Zeug mit dazu. Ich will das bitte dann gleich ein bisschen richtig sortiert haben. So. Dann gefällt mir das jetzt nämlich schon mal besser. Dann sind die beieinander. Das ist alles beieinander. So wie sich's gehört. So. Dann haben wir hier die Isolationspacks. Und jetzt hat natürlich
Wie viel können wir nehmen? 4 Stück? Jawohl. Kann ich da auch halten? Nee, ich muss einzeln drücken, ne? Put. Das kriege ich gar nicht alles drauf. Kann man eh schon froh sein, dass es hier vielleicht kleine Päckchen sind, ne? Hoffentlich verschwindet mir das Zeug nicht. Jetzt noch den Sand. Ne? Drauflegen. So, damit ist das Auto nämlich auch voll. Jetzt ist nur die Frage, ob ich das jetzt hier liegen lassen kann oder nicht. Das sind 4, 8, 12, 12 Säcke sind es. Im Grunde sollte das kein Problem sein. Ich muss mir nur doch mal den Weg hier bisschen anreißen. Ja, insofern ist es dann schon schöner, ne, wenn man es sich direkt auf die Baustelle liefern lässt, aber ich weiß nicht, was ich da hätte zahlen müssen für das Ganze zum Ausliefern. Tausende wahrscheinlich oder mehr, keine Ahnung. Mann, wir sind schon wieder so weit über die Zeit. Ich meine, euch stört es ja nicht. Mich im Grunde auch nicht, weil das Spiel ja Spaß macht. So. Wir müssen natürlich alles, was Sand oder sowas ist, hier vorne stehen lassen beim Betonmischer. Deswegen. Warum snappt es seitlich davon nicht? Huh? Doch, das snappt seitlich, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Ja, davor kann ich es hin machen, aber ist okay. Da müsste ich mir eigentlich glatt schon den ganzen Beton mal vorbereiten in Eimern. Da will es nicht, ne? Aber ist egal, wenn ich das jetzt hier platziere, müsste alles andere, ne, draufsnappen. Kommen. Jetzt. Nee, drauf bitte. Danke. Wahnsinnig viel Zeug, ne? Also das ist. Aber gerade das gefällt mir so an dem Spiel. So. Und dann haben wir noch den Sand. Und dann würde ich sagen, fahre ich noch mal ganz kurz hin, weil mir das ein bisschen zu gefährlich ist.
dass mir das die Sachen verschwinden. Was? Einmal drehen noch, zweimal drehen noch. Genau, bitte dahin. Dass ich da so rumfummel, ne? Das ist, manchmal stört es mich schon selber, wenn ich hier auf einen Millimeter versuche, das immer hinzudrehen, wobei es total egal ist. So, wir fahren noch mal hin. Bloß, dass wir halt den Rest von dem Sand noch holen. Weil ich will das nicht drauf liegen lassen. Vielleicht verschwindet er dann echt. So, Leute, ich habe Vorfahrt. Das wisst ihr. Ich bin mal gespannt, vor allem, ob diesmal alles hinhaut dann mit dem Bau. So, let me out. Muss mich dann bloß nur sehr konzentrieren, wenn ich die restlichen Sachen noch kaufe, dass ich dann nicht irgendwas doppelt kaufe, weil ich habe ja Hirn wie ein Sieb. Ja, sorry, aber Glück hast gehabt. Gerade noch weggesprungen bist du. So. Ja, dann werde ich das Auto noch entladen und dann machen wir gemeinsam beim nächsten Mal weiter. Dann fahren wir nämlich dann nochmal vor, weil ich würde nämlich gerne, bevor ich anfange und richtig mit Mischen und allem, würde ich gerne die Sachen erst da haben. Dann entlade ich im Grunde noch das Auto und platziere die Sachen so, wie es passt. Gut. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Es ist ein schönes, großes Haus. Im Grunde schaut es, wenn man dann das so sieht, schaut es eigentlich nicht einmal so groß aus, ne? Aber wenn man dann erst einmal die Einteilung und alles hat, dann merkt man erst einmal, wie riesig das Ding ist. Okay, gut, dann soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch das Ganze gefallen hat. Lasst es mich wissen in den Kommentaren, lasst ein Like da. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.